Nottingham Forest ist wieder da. Und wie? Der Verein aus den East Midlands ist nach 23 Jahren sensationell zurück in der Premier League. Und das wird vor allem auf dem Transfermarkt gefeiert. Schon mehr als 100 Millionen Euro hat der Aufsteiger in diesem Sommer ausgegeben. Wie wahnsinnig diese Summe ist. Nur Chelsea, Barca, Bayern, Arsenal und City gaben bislang mehr Geld aus. Wie das geht und was man dafür so bekommt, das schauen wir uns jetzt an. Lang ist es her, dass in Nottingham ein sagenumwobener Held das Geld von den Reichen nahm und es unter der Bevölkerung verteilte. Die Rede ist von keinem Geringeren als Robin Hood, der dem Establishment Angst und Schrecken einjagte. Das besagt zumindest die Legende. Und da wir uns lieber an Fakten orientieren, geht es heute um eine andere märchenhafte Geschichte, nämlich die von Nottingham Forest. Und Spoiler, auch hier wird viel Geld verteilt. Ihr wollt Konkretes? Gerne. Die bisherige Transferbilanz der gesamten La Liga liegt bei minus 63 Millionen Euro. Also wenn man den FC Barcelona rausrechnet. Transferbilanz Nottingham Forest im Vergleich, minus 113,5 Millionen Euro als Aufsteiger. Wie kann das sein? Der Aufstieg in die Premier League spülte dem Verein sagenhafte 200 Millionen Euro in die Kasse. Ich sag ja, wie im Märchen. Von solchen Prämien können übrigens selbst die Bayern nur träumen, trotz Meisterschaftsabo. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass einiges an Geld aus Nottingham in die Bundesliga floss. Mit Taiwo Awoniyi, Aurel Mangala, Moussa Niakate und Omar Richards sind schon 4 Bundesliga-Kicker zu Forest gewechselt. Gestandene Bundesliga-Vereine wie Union Berlin und Mainz 05 verlieren also ihre Leistungsträger an einen Aufsteiger. Ist klar. Um Nationalspieler Anton Stach sowie die Wolfsburger Asta Franks und Omar Mamouche ranken sich weitere Gerüchte. Aber nicht nur in der Bundesliga ist man fündig geworden. Mit Nico Williams vom FC Liverpool und Jesse Lingard von Manchester United wechselten die wohl größten Namen zum Aufsteiger. Weitere mittelgroße Investitionen wurden für Emmanuel Dennis und Julian Biancone getätigt. Frisch verkündet wurde zudem der Transfer des Schweizer Nationalspielers Remo Freuler. Der 30-Jährige kommt für 9 Millionen Euro von Atalanta Bergamo. Glaubt man der Gerüchteküche, soll das übrigens noch nicht alles gewesen sein. Mit Ruslan Malinowski, Hussein Aouar und Cody Gakpo stehen wohl noch einige Spieler mit geschätztem Marktwert um die 30 Millionen Euro auf der Wunschliste der Tricky Trees. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ob das noch normal ist, ja, ist es. Zumindest hat das alles Hand und Fuß. Kaderplaner George Syrianos, ehemalige rechte Hand von Sven Mislintat beim VfB Stuttgart und einst Datenanalyst an der Columbia University in New York scheint eine perfekte Spielwiese für seinen Moneyball gefunden zu haben. Sein Datenscouting und ein großes Datennetzwerk gehören naturgemäß zu Syrianos Stärken, welche er gezielt einsetzt, um den Verein weiterzuentwickeln. Die Qualität im Kader ist im Vergleich zur Vorsaison bereits erheblich gestiegen. Weitere Zugänge sind angekündigt. Es scheint also alles angerichtet, dass der legendäre Verein aus Nottingham seine märchenhafte Geschichte weiterschreibt. Denn damals wie heute, mit Klassenkampf kennen sie sich in Nottingham aus. Und jetzt seid ihr dran. Was haltet ihr von Forests Transferoffensive? War es der richtige Schritt für die Bundesliga-Kicker um Awoniyi oder hätten sie lieber in Deutschland bleiben sollen? Schreibt es uns in die Kommentare und gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat.